Also ich bin fest davon überzeugt, dass das eine Rolle spielt. Es gibt auch diverse Daten- und Scouting-Plattformen. Y-Scout, glaube ich, ist zum Beispiel eine, da kann man einen Filter auswählen und sozusagen Schnelligkeit, gewisse kmh, gewisse Pässe, die der Spieler spielt, in die Tiefe oder wo auch immer hin. Und Alter, Nationalität und, Verletzungen in den letzten 3 Jahren. Also da kann man wirklich einen Filter auswählen und dann bekommt man aus Europa 10 Spieler auf einmal vorgeschlagen, die da hineinpassen in diesen Filter, in dieses Anforderungsprofil. Und dann ist es dann der nächste Schritt oft, dass man dann einmal hinfährt und sich den Spieler anschaut im Match. Und wenn man kein Netzwerk hat, wird der Spieler schon sehr oft im Training auch beobachtet, wie präsentiert er sich, Körpersprache, Einstellung. Mhm. Also da ist viel passiert in den letzten Jahren. Und auch wenn man kein Netzwerk hat, es gibt Möglichkeiten.